Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen im Konrad-Adenauer-Haus am Abend dieser NRW-Wahl. Wir haben nach dem Statement des Generalsekretärs Mario Chaya noch einige Fragen. Ja, die CDU in Nordrhein-Westfalen hat unter der Führung von Henrik Wüst die Wahl gewonnen, hat einen klaren Regierungsauftrag erhalten. Dazu gratulieren wir der CDU in Nordrhein-Westfalen, gratulieren wir Henrik Wüst ganz herzlich und sagen herzlichen Glückwunsch und allen Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfern, das ist euer Erfolg, das ist der Erfolg der Christdemokratie, eben vor allem auch in Nordrhein-Westfalen. Und wir wollen an dieser Stelle auch den Grünen gratulieren, die zweifelsohne auch zu den Gewinnern des heutigen Wahlabends gehören. Die gute Arbeit der Ministerinnen und Minister hier in Berlin hat Rückenwind gegeben für die Grünen. Herzlichen Glückwunsch zu diesem Ergebnis. Stärkste Kraft heißt für uns, Verantwortung zu übernehmen, Verantwortung für Nordrhein-Westfalen, verantwortlich zu sein für eine verlässliche Zukunftsregierung in Nordrhein-Westfalen für die Menschen dort. Und diese verlässliche Regierung wollen wir dort schmieden. Die SPD hat ihr schlechtestes Ergebnis beim letzten Mal schon erhalten. Das ist jetzt noch mal deutlich schlechter, das schlechteste Ergebnis in der Nachkriegsgeschichte. Und für uns bedeutet das eben auch ein klares bundespolitisches Signal. Wir haben als Union zusammen gewonnen. Der Stil unter der Führung von Friedrich Merz, Verantwortung zu haben, gemeinsam die Dinge anzupacken, aber diesen Politikstil auch zu pflegen, das hat Erfolg gebracht. Deswegen ist das auch für uns hier in Berlin ein gutes Ergebnis und wir freuen uns an diesem Abend. Herzlichen Glückwunsch von hier aus nochmal nach Nordrhein-Westfalen. Alles Gute für die Regierungsbildung und Glück auf. Wir haben noch Zeit für einige wenige Fragen. Die erste stellt Herr Gattmann vom Spiegel. Herr Chaya, mich würde interessieren, wenn Sie noch mal konkreter sagen könnten, welchen Anteil Friedrich Merz an dem guten Ergebnis in Nordrhein-Westfalen hat. Was hat er konkret dafür getan? Wir haben einen gemeinsamen intensiven Wahlkampf geführt und die Geschlossenheit, der Führungsstil der Union, gemeinsam die Dinge nach vorne zu bringen, ein verlässlicher Partner in der Republik zu sein, das ist ein wesentlicher Beitrag, der unter der Führung von Friedrich Merz so gelungen ist. Und das ist auch sein Beitrag zu diesem Ergebnis für Nordrhein-Westfalen. Michael Brücker. Herr Chaya, welche inhaltlichen Schlussfolgerungen zieht die Bundes-CDU aus den Wahlkämpfen, auch den Themensetzungen, auch den Typen Günther und Wüst für die Aufstellung im Bund? Zunächst ist es, auch wenn es eine kleine Bundestagswahl ist, sind es vor allem Themen in Nordrhein-Westfalen, die eine Rolle gespielt haben. Wenn man mal schaut, wo kommt Henrik Wüst her? Als er vor 200 Tagen ins Amt kam, lag er 13 Prozentpunkte hinten. Er hat deutlich gemacht, er steht für eine klare Wirtschaftspolitik, für gute Jobs, für eine Politik, die Wirtschaft und Klima zusammenbringt und eine klare, trotzdem innere Sicherheitspolitik, die dazugehört. Und das sind die Themen, die in diesem Wahlkampf eine Rolle gespielt haben, sind leicht ähnlich zu den Themen, die in Schleswig-Holstein eine Rolle gespielt haben. Und deswegen kommt es eben darauf an, eine verlässliche Botschaft in den Inhalten zu haben und eine Klarheit in den Personen. Und das haben wir in diesen beiden Ländern gesehen, dass das übereinstimmte und dass das zu Erfolg geführt hat. Und die letzte Frage kommt von Jörg Blank von der dpa. Herr Chaya, nachdem die FDP jetzt erneut verloren hat, erwarten Sie, dass das auch zu Friktionen möglicherweise in der Ampel in Berlin führen könnte? Ja, das ist für die FDP ein bedauerliches Ergebnis und auch nicht fair für die gute und verlässliche Zusammenarbeit, die wir mit der FDP in Nordrhein-Westfalen hatten. Aber Sie haben deutliche Verluste auch erzielt, die möglicherweise auch Rückschlüsse ziehen auf Ihre Koalition in der Ampel, auf Ihre Unterstützung eines rot-grünen Bündnisses hier. Und daraus muss die FDP ihre Schlussfolgerung ziehen. Für die verlässliche Zusammenarbeit ist es bedauerlich, weil sie war gut in Nordrhein-Westfalen. Die Minister haben ihren Beitrag dazu geleistet, dass wir nicht mehr Schlusslicht in der Wirtschaftspolitik sind, dass in der Bildungspolitik eine starke Veränderung herbeigeführt wurde, dass beim Bereich der inneren Sicherheit heute unter Herbert Reul die Nordrhein-Westfalen sich sehr viel sicherer und besser fühlen und die Zahlen es auch deutlich hergeben, als das in der Vergangenheit der Fall war. Insofern kann ich verstehen, dass das für die FDP ein bitterer Abend ist, aber sie muss vor allem ihre Schlussfolgerung aus ihrer Zusammenarbeit in der Ampel daraus ziehen. Und die letzte, wirklich letzte Frage jetzt kommt von Daniel Fonzen vom ZDF.
Ja, Herr Kühnert klang eben bei der Interpretation des Ergebnisses ganz anders als Sie. Und das klang so sinngemäß, als ob die SPD da möglicherweise doch noch einen Regierungsanspruch daraus ableiten könne. Hat unter anderem auch auf ein Ergebnis rekurriert von Herrn von Beust vor vielen Jahren. Was halten Sie dem entgegen? Die SPD hat ihr historisch schlechtestes Ergebnis erzielt. Das war schon beim letzten Mal so und das ist jetzt noch mal deutlich. Ich glaube, dass die Wählerinnen und Wähler in Nordrhein-Westfalen auch verstanden haben, dass Herr Kutschaty mitverantwortlich ist für die Schlusslichtbilanz, die unter der Regierung Hannelore Kraft zuvor vorhanden war und dass darauf aufbauend ja dann auch eine neue Regierung entstanden ist. Ich erinnere einfach auch an gewisse Aussagen, die nach der letzten Bundestagswahl getätigt wurden. Die stärkste Kraft hat den Gestaltungs- und Regierungsauftrag. Das ist die Christdemokratie unter der Führung von Henrik Wüst. Die Grünen sind starker Gewinner dieser Wahl. Insofern sind die Gespräche natürlich mit den Grünen ganz besonders wichtig. Und ich glaube, dass deutlich ist, dass es keinen Regierungsauftrag für die Sozialdemokraten in Nordrhein-Westfalen gibt. Vielleicht braucht er auch noch einen Moment, um das zu verkraften. Vielen herzlichen Dank. Einen wunderschönen Abend Ihnen allen noch. Auf Wiedersehen.